Dann, wie geht es Ihnen damit? Nein, nein, ich möchte nicht, mich dazu nicht äußern. Also ich habe jetzt gerade, ich habe gerade ein Praktikum gemacht beim Anwalt. Jetzt muss ich halt wegen dem Lockdown auch zu Hause bleiben, Homeoffice machen. Ja, ist halt schade. Aber kann man nichts machen, muss man halt sich an die Regeln halten. Ne? Wie war der erste Lockdown für Sie? Der erste Lockdown, ja, soll man sagen, unerwartet, neu, etwas Neues, dass auf einmal war alles zu, die Geschäfte waren zu. Ja, unerwartet. Ja, wie haben Sie die Zeit verbracht? Viel zu Hause, mit der Familie. Mhm. Ja, ich habe die Regeln gehalten. Können Sie jetzt kochen? Kochen? Nein, ich wohne mit der Familie, Mutter. Mutter kocht. Aber Spiegelei und so, was Kleines kann ich schon kochen, aber ja. Bereiten Sie sich irgendwie auf den zweiten Lockdown jetzt vor? Also, der beginnt jetzt morgen. Schau mal, vielleicht mit Nahrung mäßig. Heute gehe ich nochmal zum Friseur, bevor das geschlossen wird. Aber die Mama wird schon eingekauft haben, oder? Ja, ja, das wird sie gemacht haben. Friseur halt muss ich noch gehen, bevor es geschlossen wird. Gut, bis jetzt. Ja. Sind Sie vorbereitet? Nicht wirklich. Oder wie soll man sich darauf vorbereiten? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, also nein. Wie fühlt man sich unmittelbar vor einem Lockdown? Ich glaube, so wie die meisten, ich gehe nochmal raus. Aber ja, es ist nicht schlimm. Ich meine, wir werden das schon schaffen, es ist eh Winter. Sind Sie im Homeoffice? Nein, ich bin Home-Student sozusagen. Und dann manchmal da, aber ja. Wie hat das bis dato funktioniert? So wie bisher? Puh. Naja, gut, schlecht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich die Frage beantworten soll. Ja, ich glaube, wir haben uns eh schon damit oder daran gewohnt, die letzten Monate. Und ja, der Mensch ist halt ein Egoist, der Mensch ist zu blöd und deswegen haben wir eine Regierung, die uns dann ja zu Hause einsperrt. Aber was ist die Alternative? Dass die Ärzte wieder entscheiden, na, du stirbst jetzt? Fragen Sie mal jemanden am Donaukanal, ob der die Entscheidung treffen würde. Und selber, ich weiß nicht, halten Sie sich immer an alle Regeln? Ja, eh. Und das meine ich einfach. Wir haben es probiert mit der Eigenverantwortung, funktioniert nicht. Und ja, die ganzen Verschwörungstheoretiker, jeder will sich das Leben halt schönreden. Und na, ich, das ist ein Blödsinn, genau, weil es der Cousin von der Schwester, der hat es gesagt, dass das gar nicht stimmt. Und ja, also ich glaube, wir sind blöd und deswegen müssen wir eingesperrt sein. Wie war der erste Lockdown? Ja, man merkt, dass man ein soziales Wesen ist. Also es ist ja auch ein schönes Gefühl, wenn man dann einmal merkt, oh, das geht einem ab, der menschliche Kontakt. Und natürlich, also ich hoffe, es hat niemand genossen zu Hause, aber ja, welche Alternative, was gibt's? Vor allem ja, zu der Zeit im Frühjahr. Wie funktioniert das Homeoffice oder Homeschooling? Ich bin Lehrer, ja. Also man merkt auch wieder, dass ein Computer uns nie ersetzen wird. Aber es ist Gott sei Dank, die Digitalisierung auch in den Schulen geht voran. Und es ist gut, dass altbewährte, was funktioniert, das kalt man uns und alle neuen Möglichkeiten, die setzen wir dann hoffentlich alle um und schaut schon ganz gut aus. Aber auch die Kinder, die merken halt, oh, Freunde und so ist wichtiger als das Handy. Und da hat man schon sehr viele tolle Erfahrungen und sehr viele positive Ansätze von den Kindern auch gehört. Nicht viel anders als nach dem ersten. Also zart ist es natürlich, aber ja, man gewöhnt sich eh irgendwann einmal daran und findet Wege, das irgendwie auszuhalten. Was sind da Ihre Wege? Ich habe mir so eine neue Gitarre gekauft und werde jetzt mehr Gitarre spielen. Und ja, vielleicht backen lernen oder so, ist ja keine Ahnung. Irgendwie sowas, was man halt sonst nicht so macht. Ja. Wie war der erste Lockdown für Sie? Da ich da gerade umgezogen bin, eigentlich eh dankbar, weil ich halt viel Zeit hatte und keiner unterwegs war. Das heißt, ich konnte auch überall stehen bleiben. Ja, hat sich in der Hinsicht ganz gut getroffen. Glauben Sie, ist dieser zweite Lockdown nun notwendig?
Es fühlt sich ein bisschen an wie eine Notlösung, weil andere Sachen nicht wirklich hingehört haben, aber wer bin ich, dass ich das beurteilen kann? Also ich halte mich einfach dran und fertig.